Wir haben es geschafft, 6000 Abonnenten. Und dafür gibt es für dich heute meine Top 50 Manga. Schreibt gerne noch in die Kommentare, was ihr bei 7K sehen wollt, dann machen wir das auch gerne. Kleiner Disclaimer hier an dieser Stelle, das ist natürlich meine Top 50 und euer Geschmack könnte natürlich immer ein bisschen anders sein und sollte da mal irgendwas sein oder sowas. Ich habe so viele Manga gelesen, von daher, ich hätte auch noch eine Top 100 machen können, eine Top 200. Da wäre immer noch nicht genug Platz drin gewesen, aber das war eine Momentaufnahme und die fand ich so einfach ganz geil. Wenn ihr mehr dieser Videos sehen wollt, lasst gerne ein Däumchen da und aktiviert natürlich auch die Glocke, das hilft mir weiter und gehen wir direkt rein in das Video. Starten wir mit Der lachende Vampir. Nachdem sehr viel Itto in Deutschland rauskam, eine Story, die das Horrorgenre extrem ins Skurrile zieht. Eine untypische Vampirgeschichte, die darauf abzielt, zu hinterfragen, was schlimmer ist, ein Vampir mit Begierden zu sein oder die krankhafte Gesellschaft, die sich selbst korrumpiert. Alles verpackt in eine extreme Perversion und perfekt als Horrormanga für zwischendurch. 49 Bakuman. Aus den Federn der beiden Death Note Autoren hat mir Bakuman das erste Mal den Alltag eines Mangaka bei der Shonen Jump gezeigt. Man munkelt sich sogar, dass hier fiktiv das Leben der beiden Mangaka gezeigt wird, wie sie ihre ersten Schritte in diesem Bereich bis zum Erfolg durchgezogen haben. Es gibt Höhen und Tiefen, verpackt in eine süße Romance-Geschichte, die vom Pacing etwas schneller sein könnte, aber dennoch durch den Infoanteil ein Must-Read für jeden sein sollte, der einfach null Plan hat vom Mangaka-Leben. 48. Dragon Ball. Mein erster Manga und für mich viel Nostalgie. Dragon Ball hat den Battle-Shonen-Bereich geprägt und ist für mich weiter ein Titel mit Herz, auch wenn dieser an die heutigen Battle-Shonen nicht mehr heranreicht und Akira Toriyama mit Super sein altbewährtes Konzept weiter auslutscht. Das muss nicht unbedingt falsch sein, aber für mich hat Dragon Ball einen Abschluss mit Dragon Ball Z gefunden, aber dennoch verdient als Nostalgiewerk in meiner Top 50. 47. Akira. Es war meine erste richtige Berührung mit einem dystopischen Sci-Fi-Setting, das einen förmlich erdrückt und immer wieder mit einem Gefühl der Kälte zurücklässt. Akira hinterfragt stark die menschliche Natur, insbesondere im Kontext Gewalt, Macht und dem Verlangen nach Kontrolle. Was ich geil finde, ist, dass die Charakter nicht nur persönliche Kämpfe mit sich selbst haben, sondern auch politische und soziale Themen angerissen werden. Ein Werk, das die westliche Wahrnehmung von japanischen Anime und Manga nachhaltig beeinflusst hat und für mich auch nachhaltig im Kopf geblieben ist. 46. Ping Pong. Zwei Freunde, zwei unterschiedliche Motivationen. Die Geschichte konzentriert sich nicht nur auf den Sport, sondern beleuchtet auch komplexe Freundschaftsbeziehungen. Ich finde es geil, dass die Tischtennisszenen sehr dynamisch sind und von inneren Konflikten und persönlicher Entwicklung der einzelnen Charakter begleitet werden. Diese tiefgründigen Elemente verleihen dem Manga eine zeitlose Qualität, die über den reinen Unterhaltungswert hinausgeht. Mit seiner einzigartigen Herangehensweise und der nachhaltigen Eindrücke hebt sich für mich Ping Pong einfach von der Masse ab. Platz 45, Mushishi. In seiner Essenz geht es bei Mushishi um das Studium des Übernatürlichen und des Unbekannten, eingebettet in eine Welt, in der mysteriöse Wesen namens Mushi existieren. Diese Mushi sind weder Pflanzen noch Tiere, sie sind primitive Wesen, die an der Wurzel des Lebens selbst existieren und oft übernatürliche Phänomene verursachen. In Mushishi geht es nicht nur um die Konfrontation mit dem Übernatürlichen, sondern auch um die Akzeptanz und das Verständnis der geheimnisvollen Aspekte der Welt. Die ruhige und atmosphärische Erzählweise kombiniert mit seiner tiefgründigen Thematik macht Mushishi zu einem besonderen Erlebnis, das sowohl zum Nachdenken anregt, als auch tief in die japanische Kultur und ihre Beziehung zur Natur eintaucht. Wer einmal komplett abschalten und entspannen möchte, sollte sich Mushishi mal anschauen. 44. Aria. In der Tiefe ist Aria eine Reflexion über die Schönheit des alltäglichen Lebens und die Bedeutung von menschlichen Beziehungen. Die Reihe zeichnet sich durch ihre entspannte Atmosphäre und ihre langsam bedächtige Erzählweise aus. Statt auf dramatische Konflikte oder actionreiche Handlungen zu setzen, konzentriert sich Aria auf die Entwicklung der Charakter, ihre Interaktion und das Erkunden ihrer Welt. Für mich ein richtiger Good Vibe Manga, denn es geht darum, die kleinen Freuden und Wunder des Lebens zu schätzen und die Bedeutung von Freundschaft und Gemeinschaft zu erkunden. Ich finde es geil zu sehen, wie Menschen wachsen, sich anpassen und ihre Träume verfolgen, während sie gleichzeitig die Vergangenheit ehren und die Gegenwart genießen. Wer einen schlechten Tag hatte, sollte unbedingt mal zu Aria greifen, die Reihe gibt einem wirklich ein gutes Gefühl. Platz 43, Innocent. Die 9 Bände Innocent habe ich tatsächlich an einem Tag verschlungen. Wir haben hier eine faszinierende und tiefgründige Story, die in der Ära der Französischen Revolution angesiedelt ist. Der Manga konzentriert sich auf das Leben von Charles Henry Sanson, einem Mitglied der berüchtigten Sanson-Familie, die über die Generation hinweg als Henker von Paris diente. Innocent spielt mit den Themen Macht, Korruption und den Wert des menschlichen Lebens. Der Manga zeigt, wie politische und soziale Umbrüche Menschen in Extremsituationen treiben,
beschreiben und wie diese Umstände das Beste und das Schlimmste in der menschlichen Natur hervorbringen können. Über die Zeichnungen müssen wir natürlich nicht reden, die sind unglaublich geil und ich hätte noch gerne den Nachfolger Rouge in Deutschland. 42 Astra Lost in Space. Einfach perfekt für zwischendurch und mit 5 Bänden einer der besten kurzen Reihen überhaupt. Astra Lost in Space ist mehr als nur ein Weltraumabenteuer. Es ist eine Erkundung von Themen wie Freundschaft, Vertrauen, Überlebenswillen und der Suche nach der eigenen Identität. Jedes Mitglied der Gruppe hat seine eigene Hintergrundgeschichte, Geheimnisse und persönliche Kämpfe, die im Laufe der Geschichte enthüllt werden. Visuell finde ich Astra Lost in Space wirklich beeindruckend, nicht nur die Weltraumlandschaften, sondern auch das Character Design. Was mich total zerstört hat bei der Reihe waren die Plot-Twists, die sind bei der Reihe einfach mindblowing. 41 Buddha. Osamu Tezuka, einer der einflussreichsten Manga-Künstler aller Zeiten, darf natürlich in dieser Liste nicht fehlen. Buddha ist eine epische und tiefgründige Darstellung des Lebens und der Lehren von Siddhartha Gautama, der später als Buddha bekannt wurde. Tezuka nutzt diese historische Kulisse, um Fragen der Gerechtigkeit, Mitgefühl und menschlicher Verbundenheit zu erörtern. Die Charakter einschließlich Buddha selbst sind komplex und mehrdimensional, wodurch die Themen der Reihe noch stärker hervorgehoben werden. Für mich ganz klar das beste Tezuka-Werk und für viele ältere Leser geeignet, die mehr als nur einen herkömmlichen Manga lesen wollen. Platz 40, Quinzasa. Hier haben wir einen Manga, der von den Zeichnungen stark an Ghibli-Werke erinnert. Zentrales Thema von Quinzasa ist die Frage nach dem Gleichgewicht zwischen menschlichen Bedürfnissen und der Bewahrung der Natur. Die Reihe regt zum Nachdenken darüber an, wie die Menschen die Naturressourcen nutzen und wie diese Nutzung das ökologische Gleichgewicht und die Zukunft der Menschheit beeinflusst. Ein Manga, der oft mit der Thematik des Walfangs in einen Raum geworfen wird. Für mich macht es unglaublich viel Spaß, mit der Crew auf Abenteuerreise zu gehen und sich selbst als Crewmitglied zu fühlen. 39. Parasite. Ich glaube oft, Parasite wird falsch interpretiert, mehr als Actionwerk betrachtet und eigentlich gar nicht gesehen als das, was das Werk eigentlich ausdrücken möchte. Die Story dreht sich um Shinichi Izumi, einen gewöhnlichen Oberschüler, dessen Leben sich dramatisch ändert, als sein rechter Arm von einem Parasiten übernommen wird. Jedoch misslingt die vollständige Übernahme und Shinichi und der Parasit, der sich Migi nennt, müssen lernen, koexistieren zu können. Eines der zentralen Motive von Parasite ist die Frage nach der menschlichen Identität und dem Konzept des Selbst. Die Reihe regt zum Nachdenken über Ökologie, Evolution und das Überleben der stärksten Spezies an. Die Interaktion zwischen Shinichi und Migi zeigt unter anderem, dass Gut und Böse nicht immer klar definiert sind. Hast du eigentlich das Werk gelesen und dabei schon mal deine Empathie hinterfragt? 38. Attack on Titan. Attack on Titan hat mich zurück in die Manga-Bubble geholt und dafür bin ich dem Werk sehr dankbar. Mittlerweile sollte eigentlich jeder die Story von Attack on Titan kennen. Ein wesentlicher Aspekt der Reihe ist die Darstellung von Krieg und Konflikt. Die Charakter werden konfrontiert mit ständigen Bedrohungen und es zeigt sich wieder hier ein schönes Bild von Heldentum bis Verrat, von Selbstaufopferung bis hin zu Machthunger. Der Manga hinterfragt, ob Gewalt jemals gerechtfertigt ist und wie Vergeltungsakte zu weiteren Konflikten führen können. Einfach eine geile Reihe mit vielen Facetten und ich bin, glaube ich, einer der wenigen, dem das Ende gefallen hat. 37. Die Blumen des Bösen. Ich liebe Ushimi für seine Werke, aber Akuno Hana ist einfach nur krank. Ich als Hobbypsychologe finde es geil, wie er auf die menschliche Psyche und die Komplexität jugendlicher Emotionen eingeht. Takao ist gefangen zwischen seiner Schuld und seinen wachsenden Gefühlen der Abhängigkeit von Sawa, erlebt einen inneren Konflikt, der Fragen über das Wesen von Gut und Böse aufwirft. Ein weiteres wichtiges Thema, wie ich finde, ist die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und Erwartungen. Der Manga hinterfragt, wie diese Normen die Entwicklung der jugendlichen Charaktere beeinflussen und oft zu einer Kluft zwischen ihrem wahren Selbst und dem, was von ihnen erwartet wird, führen. Für mich ein unglaublich starkes Werk mit perfektem Lesefluss und passenden Zeichnungen, welches mich nachdenklich zurückgelassen hat. 36. GTO. Für mich war der Lesefluss des Mangas ein absolutes Grauen, dennoch ein richtig starkes Werk, in dem mehr steckt als nur humorvolle Eskapaden oder skurrile Lehrmethoden. Die Reihe thematisiert ernste Fragen der Pädagogik, des Umgangs mit jugendlichen Problemen und der Bedeutung von Empathie und Verständnis im Lehrberuf. Onizuka zeigt trotz seiner unorthodoxen Ansätze ein tiefes Verständnis und eine echte Sorge um seine Schüler, was ihn zu einer inspirierenden Figur macht. Ich finde, GTO zeigte schon damals eine Kritik am derzeitigen Bildungssystem und einen sehr guten Ansatz, wie man es anders machen kann. Wer Fuck You Goethe gesehen hat und gut findet, sollte sich unbedingt mal GTO angucken, denn da findet man sich direkt wieder.
Platz 35, Inuasanos Solanin. Maiko ist unzufrieden mit ihrem eintönigen Bürojob und Taneda ein leidenschaftlicher, aber erfolgloser Musiker, welche beide auf der Suche nach Sinn und Richtung in ihrem Leben sind. Themen wie Träume, Verzweiflung, Liebe und dem Verlust von Naivität findet man in Solanin wieder. Der Manga zeigt schön die Suche nach der persönlichen Identität und dem Platz in der Gesellschaft. Für mich eine nahezu perfekte Kurzgeschichte, Hut ab an Inuasano. 34. Bakemonogatari. Bakemonogatari ist ein einzigartiger Mix aus übernatürlichem Drama und Mystery. Die Story folgt Araragi, einem Oberschüler, der nach einer Begegnung mit einem Vampir selbst übernatürliche Fähigkeiten entwickelt. Nach und nach trifft er auf unterschiedliche Mädchen, die von übernatürlichen Phänomenen betroffen sind. Komplexe Themen wie Identität, menschliche Schwächen und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit werden hier thematisiert. Das Geilste neben den geilen Zeichnungen von O'Great ist der einzigartige Erzählstil und die schnellen Dialoge, diese Wortspiele, und das macht unglaublich viel Spaß und hebt sich von den anderen Reihen wirklich ab. Platz 33, Homunculus. Die Story konzentriert sich auf einen Mann in seinen 30ern, der sich einer experimentellen Prozedur unterzieht, die ihm die Fähigkeit verleiht, tief in die verborgenen emotionalen Wunden und Traumata anderer Menschen zu blicken. Der Manga stellt philosophische Fragen über die Natur der Realität und die Wahrnehmung und wie diese durch unsere innersten Ängste und Wünsche verzerrt werden können. Ihr merkt schon, der Manga ist sehr psychologisch, kann auch teilweise sehr verstörend wirken und ist wahrscheinlich nicht für jeden. Platz 32, ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft. Sehr kurze Reihe, sehr geile Reihe. Die Story dreht sich um Kozunuki, einen Jungen ohne klare Ziele oder Ambitionen, der die Möglichkeit entdeckt, seine verbleibende Lebensspanne gegen Geld zu verkaufen. Er trifft die schockierende Entscheidung, fast sein gesamtes verbleibendes Leben zu verkaufen, sodass ihm nur noch 3 Monate bleiben. Die Reihe stellt die Fragen nach dem wahren Wert des Lebens und regt dazu an, über unsere Entscheidungen und den Umgang mit unserer Zeit nachzudenken. Ich kann aus meiner Perspektive sagen, mich hat der Manga unglaublich berührt und teilweise auch gebrochen. 31. Eye Shield 21. Der Sportmanga erzählt die Story von Senna, einem schüchternen und unscheinbaren Oberschüler, der durch seine erstaunliche Laufgeschwindigkeit zu einem Star eines Footballteams wird. Eine Reihe, die wirklich coole Charakter besitzt, die nach und nach noch weiter aufbereitet wird, und als langjähriges Vereinsmitglied beeindruckt mich Sport immer anders. Für mich eine der besten Sportreihen überhaupt und ich hätte niemals damit gerechnet, dass diese einen deutschen Release bekommt. Platz 30, Jagan. In der Welt von Jagan werden Menschen durch Frösche infiziert, die ihre dunkelsten Wünsche und Instinkte freisetzen, was sie in monströse Wesen verwandelt. In dem Manga selbst geht es um die menschliche Natur, Gerechtigkeit und Moral. Er stellt die Frage, was passiert, wenn unterdrückte Wünsche oder Triebe die Oberhand gewinnen. Jagan zeichnet sich durch eine düstere und gewalttätige Erzählung aus und ist für jeden Action-Fan eine absolute Empfehlung. Platz 29, Arjen. Die Story von Arjen dreht sich um Kai Nagai, einem Oberschüler, der nach einem tödlichen Unfall entdeckt, dass er ein Arjen geworden ist. Arjen sind unsterbliche Wesen, die in der menschlichen Gesellschaft gefürchtet und gejagt werden. Mit einem der besten Antagonisten überhaupt und einer sehr düsteren Handlung, die die Themen wie Menschlichkeit, Moral und die Auswirkungen von Ausgrenzung und Angst behandeln und ohne Fanservice auskommt, eine sehr starke Actionreihe, die in jedem Regal stehen sollte. Platz 28, Neon Genesis Evangelion. NGE spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der Teenager als Piloten von riesigen Mechas namens Evangelions rekrutiert werden, um gegen mysteriöse Wesen, die Engel heißen, zu kämpfen. Für mich damals nur ein Action-Titel, bietet NGE einfach so viel mehr. Themen wie existenzielle Angst, Depression, Einsamkeit und die menschliche Suche nach Bedeutung und Identität machen aus NGE zu einem sehr deepen und lesenswerten Werk. Platz 27, Black Clover. Die Geschichte folgt 2 Waisenkindern, Asta und Yuno, die in einer magischen Welt aufwachsen, in der Magie alles ist. Während Yuno über außergewöhnliche magische Fähigkeiten verfügt, besitzt Asta keine Magie, was in ihrer Welt selten und ungewöhnlich ist. Black Clover besitzt mit Yami einen meiner Lieblingscharakter of all time und für mich ist BC einer der derzeitigen besten Battleshonen auf dem Markt und für mich der beste Beweis dafür, dass Social Media bzw. TikTok mit seinem Mitgelaber teilweise einfach keine Ahnung hat. Platz 26, Beastars. Die Geschichte spielt in einer Tierwelt, in der Fleisch- und Pflanzenfresser versuchen, in einer zivilisierten Gesellschaft zusammenzuleben. Der Fokus liegt auf Legoshi, einem großen, aber zurückhaltenden Wolf, der sich in die Zwischenfälle von Liebe, Freundschaft und gesellschaftlicher Spannung zwischen den verschiedenen Tierarten verstrickt wiederfindet. Soziale Ungleichheiten, Diskriminierung und die Suche nach der persönlichen Identität sind bei Beastars an der Tagesordnung. Legoshi macht eine unglaubliche Charakterentwicklung durch, das Ende ist nicht perfekt, aber der Weg dahin war unglaublich stark. Platz 25, Blue Giant, Blue Giant Supreme.
Blue Giant ist ein Manga, der sich um die Welt des Jazz und die Reise eines jungen Saxophonisten namens Dai Miyamoto dreht. Der Manga ist das beste Beispiel dafür, dass eine Thematik, die einen eigentlich nicht interessiert, dennoch, wenn man es probiert, zu einem richtigen Highlight werden kann. Ich persönlich hatte zweimal pro Band Gänsehaut, das ist unglaublich krass, was da für Emotionen einfach bei aufkommen und ich kann es einfach nur empfehlen, gönnt euch mal diesen Nischenmanga. Platz 24, The Breaker. Die Story folgt Shin Wu-Yi, einem Schüler, der ständig gemobbt wird, bis er unter die Fittiche von Chun Wu-Han, einem Meister in den Kampfkünsten, genommen wird. Yi macht eine unglaubliche Charakterentwicklung durch über die ganze Reihe, was wirklich spannend zu verfolgen ist. Für mich einer der besten Manga bzw. Manhwa, wenn es in Richtung Kampfszenen Martial Arts geht, leider ab Part 3 ein bisschen abgerutscht. Er war lange Zeit in meiner Top 5 of all time, aber ich finde leider Part 3 nicht mehr so stark, dennoch eine richtig gute Reihe, die es verdient hat, in meiner Top 50 zu sein. Platz 23, Hunter x Hunter. Zu Hunter x Hunter muss ich gar nicht viele Worte verlieren. Ich habe das Werk bereits zweimal gelesen, einmal den Anime geschaut und Togashi ist einfach ein absoluter Meister seiner Klasse. Die Individualität von Hunter x Hunter ist einfach zu krass. Jeder Arc ist eine neue Reise. Es werden immer wieder neue Themen aufgemacht und das ist schon richtig stark. Auch die Hunter sind alle auf Augenhöhe. Keiner wird bevorzugt und so weiter und das macht unglaublich viel Spaß und ist richtig geil. 22, Bleach. Bleach ist das Werk, was mich aus der Dragon Ball Sucht geholt hat und der Arc mit Soul Society, welchen ich von allen anderen am meisten konsumiert habe. Ein Stück Nostalgie, ein Stück Kindheit, aber leider aus der Big Three meist unterrepräsentiert. In meinen Augen ist das Ganze unverdient, gib Bleach unbedingt mal eine Chance, da sind richtig fette Kämpfe mit da drin. Kubo macht das Character Design auf Next Level und ich finde es einfach richtig stark, deshalb hat Bleach einfach die Liebe verdient. Platz 21, Claymore. Die Geschichte spielt in einer mittelalterlichen Welt und dreht sich um kraftvolle Kriegerinnen, bekannt als Claymore, die halb Mensch, halb Dämon sind. Beauftragt werden sie, um die Menschheit vor mysteriösen Wesen namens Yoma zu beschützen. Die Hauptprotagonistin Claire ist eine dieser Kriegerinnen, die persönlich Rache an den Yoma sucht, die ihr Leben zerstört haben. Nach Berserk für mich das beste Dark Fantasy Werk und ein Werk, welches mit Plot Twists nur so um sich wirft. Platz 20, Eden, It's an Endless World. Eden spielt in einer postapokalyptischen Welt, die von einem tödlichen Virus verwüstet wurde. Die Story folgt Elijah, dem Sohn eines mächtigen Drogenbarons und einer Vielzahl anderen Charaktern, die in dieser chaotischen Welt überleben und ihren eigenen Weg finden wollen. Der Manga erkundet komplexe Fragen wie Moral und Ethik. Er hinterfragt aber auch die Auswirkungen von Technologie, Politik und Religion in einer postapokalyptischen Gesellschaft. Ein Manga, der mich nachträglich mehrere Wochen zum Nachdenken zurückgelassen hat. Platz 19, Doroedoro. Die Story konzentriert sich auf Kaiman, einem Typ mit einem Reptilkopf, der keine Erinnerung an seine Vergangenheit mehr hat, welcher zusammen mit seiner Freundin Nikaida versucht, die Geheimnisse hinter seiner Verwandlung zu lösen. Mit Doroedoro haben wir einen Manga, bei dem man alle Charakter mag, sei es Protagonisten oder Antagonisten, alle sind einfach mega geil. Kyuha Yashida ist so unglaublich kreativ in ihrer Story, die zugleich verwirrend, verrückt, aber auch eine klare Struktur beinhaltet. Shoutout geht auf jeden Fall raus, solltest du mal ein Bier trinken wollen, melde dich gerne, deine Gedankengänge würde ich auf jeden Fall gerne mal verstehen. Platz 18, Golden Kamuy. Die Story spielt im frühen 20. Jahrhundert in Japan und folgt Sugimoto, der auf der Suche nach einem riesigen Goldschatz ist. Er schließt sich mit einer jungen Ainu namens Asirpa zusammen, die ihre eigenen Gründe für die Suche nach dem Schatz hat. Golden Kamuy beinhaltet Themen wie Gier, Verrat und die moralischen Grauzonen, die bei der Jagd nach Reichtum und Macht entstehen. Die Beziehung zwischen Sugimoto und Asirpa steht im Zentrum der Geschichte und zeigt, wie Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenarbeiten und voneinander lernen können. Der Mix aus Ernsthaftigkeit und Comedy ist für diesen Bereich einfach einmalig. Für mich ein absoluter Underdog, der in jedem Regal stehen sollte und wenn nicht, wird es Zeit für ein Stank. Platz 17, Planetes. Der Mangaka von Vinland Saga zeigt mit diesem Werk, wie man Character Development auch in kürzeren Werken perfektionieren kann. Wir verfolgen eine Crew, die als Teil einer interplanetaren Müllabfuhr arbeitet und dafür verantwortlich ist, Weltraumschrott zu beseitigen, der eine Bedrohung für Raumfahrt und Satelliten darstellt. In Planetes geht es um die menschliche Erforschung des Weltraums und die damit verbundenen Herausforderungen und ethischen Fragen. Die Reihe beinhaltet Themen wie die Bedeutung von Träumen, die Isolation des Menschen im All und die Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die Umwelt und die Gesellschaft. Planetes schafft es nicht nur diese Themen in kürzester Zeit zu erforschen, sondern auch persönliche Konflikte und Beziehungen der einzelnen Charakter, während sie mit den psychischen und emotionalen Anforderungen ihres Berufs im Weltraum umgehen.
Eine wirklich unglaublich krasse Reihe, die mich so hart gefesselt hat. Die Zeichnungen sind richtig stark. Wie das Ganze detailliert einfach dargestellt wurde, ist unglaublich geil. Und diese Charakterentwicklung ist mega, mega cool. Aber was ich sagen muss, da sind ein paar Kurzgeschichten drin. Teilweise holen die einen aus der Story raus, aber dennoch ein richtig starker Manga, der auf jeden Fall gelesen werden sollte. Platz 16, Das Land der Juwelen. In der Story geht es um lebendige Edelsteine, die menschenähnliche Form annehmen und auf der Erde existieren. Diese Wesen, die unsterblich und geschlechtslos sind, werden ständig von mysteriösen Mondmenschen angegriffen, die sie entführen wollen. Die Reihe konzentriert sich auf den Charakter Foss, einen jungen und zerbrechlichen Edelstein, der nach einem Sinn in seinem Dasein sucht und im Laufe der Zeit verschiedene Aufgaben und Herausforderungen meistern muss. Buseki no Kuni erkundet Themen wie Identität, Wandel und die Suche nach einem Platz in der Welt. Foss' Entwicklung von einem naiven und unerfahrenen Charakter zu einem komplexen und tieferen Individuum steht im Mittelpunkt der Handlung und gehört zu einem der stärksten Entwicklungen in Manga überhaupt. Platz 15, Gipfel der Götter. Die Story dreht sich um den erfahrenen Bergsteiger Fugamichi, der in Kathmandu auf eine Kamera stößt, die möglicherweise dem berühmten Bergsteiger George Malloroy gehörte, der 1924 beim Versuch, den Mount Everest zu besteigen, verschwand. In der Tiefe ist der Manga eine Erkundung der menschlichen Faszination und Obsession mit dem Bergsteigen und der ständigen Suche nach Herausforderungen und Erfüllung. Gipfel der Götter reflektiert über Themen der menschlichen Grenzen, der Einsamkeit, des Überlebens und der Tiefen der spirituellen Verbindung, die manche Menschen zu den Bergen fühlen. Die Beziehung zwischen Mensch und Natur sowie die gefährlichen und oft tödlichen Risiken des Bergsteigens sind zentraler Aspekt der Erzählung. Wer ein bisschen Motivation benötigt und vorgelebt bekommen möchte, wie stark ein menschlicher Wille sein kann, sollte unbedingt zu dieser Reihe greifen. 14. Guns. Der Manga beginnt mit dem plötzlichen Tod der beiden Hauptcharakter, die sich daraufhin in einem mysteriösen Raum wiederfinden, dominiert von einer schwarzen Kugel namens Guns. Sie werden zusammen mit anderen Verstorbenen in ein brutales Spiel gezwungen, in dem sie gegen außerirdische Wesen und andere übernatürliche Feinde kämpfen müssen. Dies machen sie alles, um Punkte zu sammeln, um möglicherweise die Freiheit zu erlangen. Die Darstellung von Gewalt und sexuellen Inhalten ist explizit und oft kontrovers, was zu einem intensiven und manchmal verstörenden Erzählstil führt. Für mich hat Guns eines der besten Pacings aus dem Actionbereich und einen extremen Unterhaltungsfaktor. Man kann diese Reihe einfach nicht aus den Händen legen und ich werde sie sicher noch öfters mal rereaden. Platz 13, Sunken Rock. Wie auch bei Guns ein Unterhaltungsfaktor, der mich extrem gefesselt hat. Die Story dreht sich um Ken, einem jungen Japaner, der nach Korea geht, weil er unbedingt seiner Liebe Yumin hinterher eifern möchte. In Korea angekommen, findet sich Ken unerwartet als Anführer einer lokalen Gang wieder, der sich zu einer mächtigen kriminellen Organisation entwickelt. Der Mix aus geilen Zeichnungen von Boichi, coolen Boys, hübschen Frauen, starken Action-Szenen macht Sunken Rock für mich zu etwas ganz Besonderem, auch wenn das Ende ein bisschen gerusht wurde. Platz 12, Monster. Die Story folgt Dr. Tenma, einem brillanten Neurochirurgen, der sich in einem moralischen Dilemma befindet, als er sich entscheidet, das Leben eines Jungen zu retten, der später zu einem gefährlichen Serienmörder wird. Monster ist bekannt für seine dichte Erzählung, die sich durch realistische Charakter und eine spannende, psychologisch fundierte Handlung auszeichnet. Die Geschichte webt ein komplexes Netz aus Intrigen, Geheimnissen, moralischen Entscheidungen, die mich bis zum Schluss gefesselt haben. Yuan ist für mich einer der stärkst geschriebenen Antagonisten überhaupt und das macht das Werk zu etwas ganz Besonderem. Platz 11, 20th Century Boys. Ein weiteres Werk von Naoki Urasawa und eine faszinierende Mischung aus Mystery, Science Fiction und Thriller. Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe von Freunden, die in ihrer Kindheit ein symbolisches Buch der Prophezeiung erstellt haben. Als Erwachsene entdecken sie, dass die Ereignisse, die sie sich ausgedacht haben, auf beunruhigende Weise Wirklichkeit werden. Ein mysteriöser Kultführer, bekannt als Freund, scheint ihr Kindheitsspiel als Blaupause für einen katastrophalen Plan zu verwenden. Die Gruppe muss sich zusammenschließen, um die drohende Apokalypse zu verhindern und das Geheimnis hinter dem Freund aufzudecken. In der Tiefe befasst sich 20th Century Boys mit Freundschaft, Erinnerung und die Konsequenz unserer Handlung. Für mich ist 20th Century Boys nicht so deep wie Monster, hat mich jedoch durch das Setting komplett abgeholt und ich liebe einfach diese Reihe. Platz 10, Gute Nacht Punpun. Die Story folgt dem Leben von Punpun, einem Jungen, der als einfacher Vogel dargestellt wird, von seiner Kindheit bis hin zum frühen Erwachsenenalter.
Punpun erlebt verschiedene Höhen und Tiefen des Lebens, einschließlich familiärer Probleme, erste Liebe, Freundschaften, persönliche Krisen und den alltäglichen Herausforderungen des Heranwachsens. Eine tiefgründige und oft düstere Auseinandersetzung mit den Themen wie Depression, Isolation, Sinnlosigkeit und die Suche nach Identität. Punpun ist nicht für jeden was, man muss teilweise relaten können, sonst trifft das nicht da, wo es eigentlich treffen soll, aber Punpun hat mich einfach zerstört und das Werk ist einfach richtig gut geschrieben. Platz 9, Real. Die Story von Real folgt drei jungen Männern, Nomiya, einem ehemaligen Highschool-Basketballspieler, dessen Leben sich nach einem Motorradunfall ändert, Togawa, einem Sprinter, der nach einem Kampf gegen Knochenkrebs seinen Unterschenkel verliert, und Takahashi, der nach einem Unfall querschnittsgelähmt wird. Real erkundet ihre Kämpfe, Entwicklungen und Siege sowohl auf dem Basketballfeld als auch in ihrem persönlichen Leben. In der Tiefe behandelt der Manga die Herausforderungen und die Realitäten des Lebens mit einer Behinderung, die Bedeutung von Resilienz und die Kraft des Sports als Mittel zur Überwindung von Hindernissen. Die Reihe thematisiert auch zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstakzeptanz und die Auseinandersetzung mit Verlust und Veränderung. Der Manga ist eine große Inspiration und hat meine Denkweise stark beeinflusst. Platz 8, Made in Abyss. Die Story spielt rund um einen riesigen und geheimnisvollen Abgrund, der tief in die Erde reicht, voller gefährlicher Kreaturen und alten Relikten. Rico lebt am Rand des Abgrunds und träumt davon, eine legendäre Höhlenforscherin wie ihre Mutter zu werden. Als sie auf den humanoiden Roboter namens Rek trifft, beginnen die beiden eine gefährliche Reise in die Tiefen des Abgrunds, um Rikos Mutter zu finden und die Geheimnisse des Abgrunds zu enthüllen. Wir bekommen mit Made in Abyss eine metaphorische Reise des Erwachsenwerdens, bei dem die beiden Hauptcharakter mit Herausforderungen, Verlusten, harten Wahrheiten des Lebens konfrontiert werden. Die Story wird extrem düster dargestellt und das Worldbuilding ist das Beste, was ihr in so einer kurzen Reihe einfach finden könnt. Platz 7, Grand Blue Dreaming. Die Story folgt Iori, einem College-Neuling, der an die Küste zu seinem Onkel zieht, um an einer Uni zu studieren. Er tritt dem Tauchclub bei, der mehr für seine exzessiven Partys und die skurrilen Mitglieder als für das Tauchen bekannt ist. Der für mich mit Abstand beste Comedy-Manga, den ich je gelesen habe, und das will was heißen und ich warte nur noch auf einen deutschen Release. Platz 6, Billy Bat. Der für mich beste Urasawa, da er einen starken Mix aus realen Ereignissen und einem Kunstcharakter vermischt. Die Story dreht sich um Kevin Yamagata, einem Comiczeichner, der einen erfolgreichen Comic namens Billy Bat erschaffen hat. Als er vermutet, dass er möglicherweise unbewusst eine Figur aus einem japanischen Comic kopiert hat, reist er nach Japan, um die Urheberrechte zu klären. Dort wird er in ein tiefes und komplexes Rätsel verwickelt, das historische Ereignisse, Verschwörungen und mysteriöse Prophezeiungen rund um die Figur des Billy Bat vermischt. Dieser Mix aus realen Ereignissen und diesem Kunstcharakter Billy Bat ist einfach unglaublich gut geschrieben. Mein ganzer Respekt geht hier raus an Urasawa, das ist einfach ein richtig starkes Werk. Platz 5, Blame. Blame ist bekannt für seine minimalistische Erzählweise und seinen schwerpunktmäßigen Fokus auf Atmosphäre und visuelle Erzählung. Dialoge sind wirklich spärlich und die Story wird hauptsächlich durch Niheis detaillierte und oft düstere Kunstwerke vorangetrieben, die eine gefährliche und verwirrende Umgebung schaffen. Ich habe den Manga bereits 4 oder 5 Mal gelesen und entdecke immer wieder etwas Neues und ich werde ihn wahrscheinlich noch ein weiteres Mal lesen. Für mich als Sci-Fi und Cyberpunk-Fan ein absolutes Highlight und einfach nur outstanding. Platz 4, Vagabond. Vagabond ist ein Manga, der auf den Roman Musashi von Eiji Yoshikawa basiert. Der Manga erzählt die fiktionalisierte Lebensgeschichte des legendären japanischen Schwertkämpfers Miyamoto Musashi. Beginnend mit seiner Jugend als wilder und ungestümer Kämpfer folgt Vagabond Musashis Entwicklung zu einem erfahrenen und nachdenklichen Samurai, während er durch Japan reist und sich zahlreichen Herausforderungen und Gegnern stellt. Ein Highlight ist, dass nicht nur Musashi stark im Fokus steht, sondern auch sein Gegenpart Kojiro Sasaki. Der Manga handelt von Themen wie dem Weg zur Selbstverwirklichung, der Suche nach Sinn und der Natur von Konflikt und Gewalt. Die Reihe erforscht Musashis komplizierte Persönlichkeit und seine philosophischen Überlegungen über das Leben und den Weg des Schwertkämpfers. Ein unglaublich starkes Werk mit krassen Zeichnungen, deren Charakterentwicklung kaum übertroffen werden kann. Platz 3, Slam Dunk. Die Story dreht sich um Sakuragi, einem Schüler mit einer turbulenten Vergangenheit, der sich trotz seiner anfänglichen Unkenntnis und seinem Desinteresse dem Basketballteam seiner Schule anschließt, hauptsächlich um das Herz eines Mädchens zu erobern. In der Tiefe behandelt Slam Dunk Themen wie Teamarbeit, Hingabe und persönliches Wachstum. Der Manga zeigt Sakuragis Entwicklung zu einem engagierten Teamspieler, der die Bedeutung von Zusammenarbeit und harter Arbeit anerkennt. Für mich ein unglaublich starkes Team mit richtig starken Charakteren und ich habe noch nie bei einem Sportmanga so mitgefiebert. Platz 2, Berserk.
Berserk erforscht Guts seinen grausamen und gewalttätigen Lebensweg, geprägt von Kampf, Verrat und seiner Auseinandersetzung mit übernatürlichen Kräften. Die Reihe stellt Fragen über Schicksal, Freiheit und die menschliche Fähigkeit, inmitten von Leid und Verzweiflung Stärke und Entschlossenheit zu finden. Berserk ist auch bekannt für seine komplexe Charakterentwicklung, insbesondere die tragische und komplizierte Beziehung mit Guts und Griffith. Ein unglaublich starkes Werk und jedes Panel ist einfach ein Kunstwerk. Platz 1, Vinland Saga. Die Story folgt Thorfinn, dem Sohn eines berühmten Kriegers, der auf Rache aus ist, nachdem sein Vater in einem Duell durch Verrat getötet wurde. Thorfinn schließt sich der Crew des Mörders an, um die Gelegenheit für seine Rache zu finden und wird in die komplexen Kriege und Machtkämpfe des Wikingerzeitalters verwickelt. Die Reihe erforscht die Brutalität des Kriegerdaseins, während Thorfinn sich mit den Folgen seiner Rachepläne und den wahren Werten des Lebens auseinandersetzen muss. Eine richtig starke Charakterentwicklung und ich finde es wirklich schade, dass Vinland Saga im zweiten Part so zerrissen wurde. Das war's. Viel Spaß beim Manga lesen. Ich wünsche euch was. Ciao.